Komm, Welle. Das war der gerade. Leute, das war ein harter Einschlag. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen bei Bernd auf dem Boot. Ja, wir sind unterwegs. Erstmal, es freut mich, dass ihr auf unseren oder beziehungsweise meinen neuen YouTube-Channel vorbeischaut. Ja, wir haben heute richtig beschissenes Wetter, Bernd. Was sagst du? Ja, beschissener geht es kaum. Kann man dazu nicht sagen. Okay, Vorteil ist, wir haben keinen Wind. Noch nicht. Noch nicht, kommt aber gleich. Jetzt haben wir ein bisschen Regen, deswegen wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mit der GoPro filmen heute viel. Wollen natürlich die neue Kamera von Johnny nicht gleich kaputt machen am ersten Tag des Einsatzes. Ja, wir wollen auf jeden Fall heute pelagisch angeln. Ihr seht's, Steuerstand Bernd. Schaut mal vorbei, Instagram, Finnfinder. Der eine oder andere kennt auch schon seinen Shop www.pelagisch-angeln.de. Und viele sagen ja immer, ja, mit Steuerstand geht das nicht und so weiter. Also es geht natürlich alles und das wollen wir euch heute zeigen. Der Bernd hat auch den einen oder anderen neuen Köder mit dabei. Und ich würde sagen, Bernd, dickes Petri, wir geben Gas. Auf jeden Fall. Johnny, ich habe hier schon was für uns. Hast du schon einen? Ja, dann gib Gas. Schnapp ihn dir. Ja, ich habe meine Angel noch gar nicht fertig. Ja, dann musst du, kann ich? Ja, kannst du. Okay, Leute, Johnny ist dran. Ich muss ihm die GoPro anmachen. Bernd parkt ihn an. Hier haben wir sie. Damit wir schön den Live-Biss drauf kriegen. Boah, geil. Ja. Wo ist er? Ich sehe nicht. Ja, ein Stück nach vorne kommt er gleich. Wo ist er denn? Unten? Oben? Wo ist er? Kriegst du es wirklich hin? Bisschen Geduld. Also Leute, die Geberstange ist rechte Seite. Ich parke ihn hier auf der linken Seite. Also Bernd parkt ihn mir auf der linken Seite. Da ist er, runter. Ich sehe meinen Köder nicht, Bernd. Ah, okay, jetzt sehe ich den Köder. Muss ich jetzt weiter rüber? Na, vorne muss er. Die Geberstange ist woanders. Achso, ja, ja, Geberstange vorne. Okay, sorry. Kein Thema, Stückchen runter. Reagiert er schon? Ja, da ist er. Soll ich näher? Geht runter, ne? Ein Stückchen zurück. Ja, ich muss erstmal wieder umdenken hier. Bei dem Boot ist natürlich alles wieder spiegelverkehrt. Da ist er. Der kriegt ihn noch nicht mit. Nein, der kriegt ihn noch nicht mit. Oh, nach vorne? Guter Fisch. Nach vorne? Ja, ich habe hier ein bisschen Probleme mit Kamera gleichzeitig. Ja, ja, alles nee, bleib ganz normal, ganz normal. Man könnte direkt einen Meter haben, ne? Boah, krieg ich direkt Herzrasen, Junge. Habe ich ja richtig Bock drauf. Da ist er, Bert. Oh, ja. Hat ihr nicht mitgekriegt? Nein. Ja Leute, wir haben die App nicht an. Leider seht ihr es nicht. Wir müssen gleich die App anmachen. Ist ziemlich nah dran. Nach vorne geht er jetzt. Ich soll nach vorne? Ja, kommt jetzt. Ah, da auf der Eche los. Von da vorne auf der rechten Seite. Das ist schnell, ne? Ja. Weiter nach vorne? Nee, nicht nach vorne, nicht nach vorne. Nee, so bleiben. Genau. Ja, das ist natürlich hier. Jetzt kommt er, jetzt kriegst du ihn rein. Du bist ziemlich nah dran. Hat er schon reagiert? Nee. Noch nie. Ist sehr trüb hier unten, ne? Alter, den dicken Köder muss er da mitkriegen. Ah, ein bisschen Stress machen. Ja. Er haut ab, kann das sein? Ja, das kann sein. Wieder zurück geht er. Ich soll zurück? Ja, warte. Er will uns nicht. So, jetzt kommt er ach, genau. Rechts ist Seitwärtssicht, ne? Jetzt habe ich es erstmal kapiert, Bernd. Jetzt alles klar. Jetzt kommt er. Nee, kommt noch nicht. Nee, hat er nicht. Ah, ich bin hinten dran, ne? Ja, jetzt ein Stück nach vorne. Jetzt kommt er nach vorne. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich ganz seht. Der Bernd hält einfach die Kamera und muss aufs Echolot gucken. Alles gut, Bernd, mach einfach weiter. Ja, du bist aber drauf. Der Opfer läuft auch. Ja, der hätte schon, hätte der uns mitgekriegt. Ja, jetzt ist er weg. Angetippt. Ja. Leute, so ein klassischer Fehler.
wo ich alle immer am Neckar. Alle, die auf meinem Boot fahren. Ja, ich sag mal gar nichts. Oh, meine Güte, wisst ihr, was für eine Arbeit ist, hinterher zu fahren? Dann verkackt ihn. Jetzt habe ich ihn selber verkackt. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall. Wir geben Gas. Johnny ist heiß, Bernd ist heiß. Bernd ist erstmal übrigens vor der Kamera. Bernd, sei nicht so schüchtern. Ja, ist klar. Leute, das wird spannend. Guten Appetit, Bernd. Hast du was gesehen? Ich hab was gesehen. Also falls von euch einer mal eine pelagische Tour braucht hier mit Steuerstand, da sitzt euer Mann. Er ist der Mann, Leute. Oh, die Scheiße, ey. Ja. Ja, Leute, da haben wir ihn. Der Bernd, einen richtigen Ochsen, ne? Ich hoffe, es ist kein schlechter. Ah ja, es geht. Komm, Junge, richtig geiler Fisch. Der Bernd ist ziemlich verwöhnt mit seinen. Ich fange immer nur 90er. Ja, auf. Ja, Leute, schaut euch an, der Bernd, was er sich gebastelt hat. Eigentlich mega geil, sehe ich jetzt gerade selber zum ersten Mal. Da kann er schön alles hier machen. Bernd, wenn du auch mal alleine bist, kannst du schön vorbereiten. Ne? Futterparat, alles drum und dran. Und der Fisch in seinem Element. Ne? So sieht's aus. So, das ist der Fettcamp hier. In 23 cm. 23 cm. Farbe Chameleon. Momentan. Was benutzt du für einen Haken? Da ist ein Treble drauf von Quantum. Es müsste ein 02er sein. 1er 02er ist das Richtige für den 23er. Das passt auf jeden Fall. Was hat er? 80? Ah, glaube ich. Doch. Oh, doch. Genau, 80 auf dem Kopf. Oh, komm, 81. So. Mach Babys, bring Babys. Hey. Junge, der Anfang ist gemacht. Bam. Der Online-Shop für Raubfischangler. Berndmeister, erzähl mal unseren Zuschauern, was für ein Boot fährst du? Ich war ein Questliner, Fischhawk 1650. Ja, mit Steuerstand. Ich bin sehr zufrieden mit dem Boot. Sehr zufrieden. Wie viel PS hast du? 90 PS. Suzuki. Er hat schon 2.500 Stunden mit der Boot draufhaben. Ne? Leute, zur Info, mein letzter ist mit knapp 6.000 Stunden nach Polen verkauft worden. Susis sind gut, ne? Definitiv, auf jeden Fall. Suzuki gibt nichts zu meckern. Ja, Bernd, aber du fährst mit Steuerstand und Bugmotor, also ganz kurz und knapp. Wie machst du es? Wie mache ich jetzt? Pelagisch die Fische anfahren? Ja. Ja gut, wir suchen ganz normal, ne? Wir fahren mit einem Benziner geradeaus, suchen seitwärts hier mit dem 8412er GPS-Map die Fische. Eins haben wir vorausschauend. Hast du es gesehen? Das war die Kappe, die hast jetzt abgerissen. Passiert. Ja, genau. Mir ist schon 100 Mal passiert. Ja, aber du benutzt gleichzeitig also Schalten, Lenkrad, so wie ich es gesehen habe, und Bugmotor, alles gleichzeitig. Ja, ganz zum Schluss auf jeden Fall beisteuern, wenn wir am Fisch sind. Auf jeden Fall müsst ihr mit dem E-Motor arbeiten. Das muss auf jeden Fall sein, ja. Damit du etwas genauer drankommst. Ja, Leute, ihr habt es auf jeden Fall gesehen, es ist machbar. Wir haben jetzt natürlich heute die härtesten Bedingungen, Sturm und Regen. Bernd musste mich noch
Also da hat er seinen Geber und ich sitze ja hier. Das heißt, Bernd musste so circa 2 Meter Versatz mir den Fisch rüber zaubern. Also erstmal riesen Respekt. Bam. Ja, und als Echolote fischt der Bernd 3 Garmin-Geräte. Wieso 3? Also 3. Eins im Down-Modus, rechts, links. Eins vorausschauend, Live-Scoop, also jeweils mit 32 Geber dabei. Und eins für die Karte hier, das 923er GPS-Map. Bernd hat's. Wie bitte? Du hast es. Ich hab Spaß. Es. Ja, nein, Leute, ihr habt aber gesehen, mit dem Steuerstand pelagisch angeln ist natürlich mehr als machbar für die Leute, die immer sagen, ja, ich kenne ganz viele, ja, ich habe einen Steuerstand, das geht nicht. Ihr habt es gesehen, das geht sogar bei den härtesten Bedingungen mit Regen und allem drum und dran und Sturm und 2 Meter Versatz und Johnny hat Regentropfen auf der Linse. Seid mir nicht böse, wir sind echt down heute, es hat geregnet wie Sau. Ja, wir machen jetzt ein kleines Päuschen hier und wärmen uns ein bisschen auf, trinken Kaffee, versuchen uns noch zu motivieren und dann greifen wir noch an und versuchen gleich noch ein paar Fische zu fangen. Den einen oder anderen haben wir jetzt gefangen und mal gucken, ob der Bernd noch eine Kanone fängt und Johnny noch eine Fritte. Ich wünsche uns Glück, bis gleich. Ist dein Anzug immer noch 100% trocken? Ich sehe es. Jetzt kommt Welle. Boah! Was war der gerade? Leute, das war ein harter Einschlag. Da ist die zweite. Läuft jetzt. Ja, heute müssen sie im Mittelwasser und dann gehen sie zum Grund. Das Salz runtergehen. Ach, der Bock. Das wäre natürlich ein richtiges Sauwetter hier, Leute. Ja, wieder so ein 80er. Ja, guck mal, jetzt hier den Fettkill. Volles Rohr reingeknallt. Oh, 42 cm, ne? Leute, keine Angst vor große Köder. Ja, mega reingeknallt hat der. Oh, wirklich, ein Ultra-Einschlag. Ultra-Einschlag. Da ist er, der Teufel. Die Macht. Die Farbe Chamäleon, Leute. Chamäleon. So, gucken wir mal drauf. Nein, ich glaube, der hat diesmal keine 80. Doch. Sag ich doch, 81, 82. 82. Ja, darf jetzt wieder rein. Boah, was für ein Scheißwetter hier, oder? Das sag ich dir. Dauerregen, Leute. Es ist ätzend, deswegen seid nicht böse. Wir müssen ein bisschen viel mit der GoPro filmen. Guckt euch an, es hört nicht mehr auf zu regnen. Ich bin schon klitschernass hier. Ja, wir machen jetzt einen Platzwechsel. Kämpfen uns immer noch durch den Regen. Ein paar Fische hat es ja schon gegeben, ein paar Bisse, der eine oder andere Fisch. Wir wollen jetzt rüberfahren Richtung Industrie. Da ist ein Warmwasserauslauf in dem Industriebereich und ein Hafen. Da ist viel Struktur und wir hoffen, dass wir da jetzt noch so eine richtige Granate fangen. Wünscht uns Glück. Seid mit dabei. Checkt ab www.riverfighters.de und www.pelagischangeln.de. Leute, bis gleich. Bam! Jawohl. Ja, sauber, Leute. Kein Riese, aber
Ein geiler Zettel, Leute, da seht ihr ihn. Geilo! So, meine Lieben, was brauchen wir zum pelagischen Angeln? Ich fische einmal eine Hartiwise Valley Hunter Pelagic 120 Gramm mit einer Akkurist und einer Flip-Funktion. Die kennt ihr bestimmt aus dem einen oder anderen Video. Und dann fische ich die Hartiwise Valley Hunter mit 140 Gramm. Und da habe ich eine 13 Fishing TX3 Konzept drauf, weil zum Hecht, also die nehme ich meistens zum Hecht, für die Hechte oder auch mal Welt oder natürlich auch die ganz großen Zander. Und da die Rolle bei den großen Fischen eben viel arbeiten muss und ja, übers Jahr oder zwei Jahre als Guide brauche ich eben eine Rolle, die richtig was ab kann, die mir nicht um die Ohren fliegt. Und da ist die 13 Fishing wirklich eine mega geile Rolle, Leute. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Auch die Farbe finde ich persönlich geil. Ja, zum Köder kann ich noch nicht viel sagen. Das ist so ein Prototyp. Zum Zanderangeln habe ich eine 016er Geflecht und einen 040er Fluorocarbon von der Firma Predax. Snaps auch von der Firma Predax. Und als Hauptschnur habe ich jetzt hier drauf von Kizuna, also von der Marke Owner, die Kizuna. Ich glaube 015 ist es sogar. Und beim Hechtangeln, da habe ich eine, ja, eine Balzer-Schnur drauf. Puh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall eine 020er, eine vierfach geflochtene auch nur. Die muss richtig was abkönnen. Also da nehme ich nicht so feines Gerät. Als Köder war ja bei mir heute die Sonderfarbe RF Olive. Der Pelagic, die mit dem Fransentail. Der Bernd hat die Fatcamps in 23 gefischt, bisschen größerer. Und ich hatte noch den V-Pin von der Firma Lurejunks drauf. Der hat eben V-runden Schwanz. Wichtig ist, dass ihr so 60 bis 80 Gramm Köpfe habt. Wir fischen eben gerne die Triple Hooks von der Firma Quantum. Die könnt ihr einfach reinstecken. Ihr könnt aber auch jeden beliebigen Drilling nehmen, den normal reinstecken. Und so sieht dann so eine fertige Montage aus. Ganz easy. Ihr seht, also man braucht wirklich nicht viel, eine Handvoll Köder. Also auf die Aktion kommt es jetzt gar nicht so großartig an, mit der Franse und Pin ja, aber der Unterschied, also was oft ein Erfolg ist, sind ein dicker, massiver Köder, der viel Verdrängung im Wasser macht. Also der sorgt eben für einen guten Druck unter Wasser, den die Fische sehr gut wahrnehmen, aber manchmal eben auch einen recht schlanken Köder, so wie es bei mir jetzt war. Das war jetzt heute mein Erfolgsköder. Darauf hatte ich 4 Bisse. Ja. Jetzt ja noch nicht lange geangelt und hatte jetzt auch einen Fisch. Aber wir werden gleich natürlich noch weiter angeln und ein paar Fische fangen. Und ich hoffe, dass der oder der mir gleich noch Fische bringt. Bernd wird wahrscheinlich nach seinem 80er wieder einen von den beiden fischen. Ja, Leute. Und ich würde sagen, genug gelabert, viel Input. Wir geben jetzt Gas und fangen noch ein paar Fische. Bis gleich. Kamera läuft schon. Jawohl. Ja, sauber, Leute. Kein Riese, aber ein geiler Zetti, Leute. Da seht ihr ihn. Geilo. Zwar kein 80er wie Bernd, aber ein 70er ist auch ganz geil. Da seht ihr vorne die Pelagic Heavy. Den hat er weggeblasen. Schön perfekt. Vorne gehakt, der Triple Hook von Quantum. Kriegt ihr natürlich das ganze Zubehör bei www.riverfighters.de oder auch bei pelagischangeln.de. Aber die Farbe gibt es nur bei uns. Das ist der RF Olive. Geiler Zetti, der darf natürlich rein. Komm mal rüber, Bernd. Der darf natürlich wieder rein in sein Element und das hat schon mal gut so ein 70er Morgen. Ja, bei dir Kummer und Sorgen. Und hier mal kurz zum Köder. Ich habe einen Schraubkopf von der Firma Predax. Ein Predax Vorfach, 040er. Dann Quantum Triple Hook. Den könnt ihr oben reinpieksen, die sind ganz geil. Zack. Und dann der mit den Fransen. Pelagic Heavy. Geile Sache. Seht ihr, schön auf 5 Meter. Da kommen wir.
Verdammt nochmal! Mann! Oh, ich hab mal ein bisschen Butterbrot im Mund. Was passiert? So ein Mist doch. Gezaubert. Das ist ganz unterwohl, das ist ein neuer Wind, das seht ihr jetzt. Mitte, Ende 60er. Ich sag mal, ist der Pelagic Wind in Green Tomato oder ne, der Monkey-Farbe als Pintel-Version. Jetzt wird es auch richtig, richtig böse hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir glauben, wir machen Feierabend, der Bernd und ich. Komm raus, der Haken. Bernd, wo hast du eine Zange? Hast du eine Zange, Bernd? Ich kriege ihn nicht raus, Leute. So, jetzt aber. Und dann ist er auch eingezimmert da. Junge, Junge, Junge. Ja, Pelagisch angeln mit Steuerstand klappt bestens. Ich sag bis zum nächsten Mal.